Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reden heute über das Schulsystem in Schweden und ich habe mir dafür heute einen Gast dazu geholt, der mich deswegen auch angeschrieben hatte. Sei gegrüßt. Ja, ich bin Patrick. Ich bin vor 4 Jahren nach Schweden gegangen, anlässlich von Corona, ganz im Frühjahr 2020, weil ich vorausgesehen habe, was kommen würde, von wegen Ausgrenzung und Impfung und so weiter und so fort. Und ich für mich damals beschlossen hatte, dass das für mich kein Lebensumfeld ist. Daher habe ich relativ spontan meine Koffer gepackt und bin im April 2020 von Berlin nach Stockholm gezogen. Ursprünglich sollte das nur ein Kurzzeitaufenthalt werden, um abzuwarten, bis die Aufregung um Corona vorbei ist, weil ich das für kurz eingeschätzt hatte, also angenommen hatte, dass es nur kurz dauern würde, so ähnlich wie die Schweinepest. Dann ist es aber doch länger geworden und ich habe im Winter angefangen, mir Jobs zu suchen und bin dann im Schulsystem gelandet, obwohl das eigentlich gar nicht meine vorherige Arbeit als Psychologe und Erzieher war, weil einfach das Schulsystem das derjenige Bereich in der Gesellschaft war, der von irgendwelchen Corona-Restriktionen vollkommen verschont war, ist sicherlich nicht eine übliche Motivation, um in Schule einzusteigen. Anfangs war ich Schulbegleiter und war in einer deutschsprachigen Umgebung oder überwiegend deutschsprachigen Umgebung, da ich damals noch keine Sprachkenntnisse hatte. Und da wurde ich eigentlich aufgemuntert, ich sollte mich als Lehrer umsehen, weil ich ein Talent als Lehrer sei, nach Meinung meiner Kollegen. So habe ich das gemacht. Wenn man im Ausland ist und seine Abschlüsse nicht so ohne weiteres anerkannt bekommt, dann muss man eben flexibel sein und sich umgucken, was man machen kann unter anderen Bedingungen. Und im schwedischen Schulsystem geht das, weil es einen Mangel an Lehrern gibt, wie wahrscheinlich überall anders auch. Und es eben eine Möglichkeit dann gibt, ohne Qualifikation ins Schulsystem einzusteigen. Daher habe ich das dann nach und nach kennengelernt. Gut, du hattest mich gebeten, damit anzufangen, darzustellen, wie das Schulsystem in Schweden früher war. Man kann sagen, vor 1991, was die Wende war. Das war in großen Teilen dem deutschen Schulsystem ähnlich. Das war der Ursprung des schwedischen Schulsystems, ist im Grunde Humboldt gewesen. Da wurde Preußens Bildungssystem kopiert. Deswegen gibt es auch heute noch Bezeichnungen, die sehr stark an Deutschland erinnern, wie Grundskola oder Gymnasium oder Rektor oder Lehroplan. Das sind diese ganzen Begriffe. Da erkennt man den deutschen Ursprung drin. In den 30er Jahren dann ist Schweden sozialdemokratisch geworden. Da gab es die Wende zu dem Folkhemmet, also zu dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat. Und da hat man sich an den USA orientiert, weil damals im New Deal, in den Roosevelt-Reformen überall in den USA auch das Schulsystem demokratischer gemacht wurde und von diesem Klassencharakter befreit werden sollte. Und da kamen dann amerikanische Einflüsse in das Bildungssystem rein, und man hat nach und nach die Schularten sozusagen vereinheitlicht zu einem Einheitsschulsystem, wo es dann nicht mehr diese Orientierung an Klassengrenzen gab. Das war ja typisch für Schweden, dass man die Klassengrenzen stürzen wollte. Das war ja wesentlich weiter noch als Sozialdemokratie in Mitteleuropa. Und daraus kam das Einheitsschulwesen, was man heute auch noch mit Skandinavien verbindet, wo tatsächlich alle Kinder in einer Altersstufe auf die gleichen Schulen gehen, nämlich als Kleinkinder ins Dagis, das ist die Kindertagesstätte, dann in die Stufe 0, die Förskola, also Vorschule, und dann von Klasse 1 bis 9 in die Grundskola. Und von Klasse 10 bis 12 in das Gymnasium, was nichts mit dem deutschen Gymnasium zu tun hat, da es auch eine Einheitsschule ist, die man in zwei Zweigen besuchen kann, die entweder studienvorbereitend sind oder eine Berufsausbildung beinhalten. Das hat bis zu den 1980er Jahren, nach meinem Stand, was ich heute so sehen kann, recht gut funktioniert. Wenn ich mir alte Schulbücher angucke, sind die auf einem hohen Niveau und können sich durchaus mit Schulbüchern messen, die an deutschen Gymnasien verwendet wurden. Soweit ich alte Leute kennengelernt habe, haben die auch sehr gutes Bildungsniveau und können teilweise zwei oder drei Fremdsprachen fließend, ohne dass sie in einem Ausland gewesen sind. Ich habe hier Deutsche gesehen, die lesen Literatur wie Lessing oder Goethe und haben damit keine Probleme. Das hat mich sehr beeindruckt. Also früher muss das Schulsystem offensichtlich auf einem hohen Stand gewesen sein, was ich auch deswegen beeindruckend finde, weil man mit einem Einheitsschulsystem sehr nah an das herangekommen ist, was Deutschland mit einer Eliteschule für nur 30 oder 40% der Bevölkerung erreicht. Wenn man das schafft, dann muss das Schulsystem einfach gut sein, ne? Weil sonst könnte es den sozusagen den Vergleich
mit einer Elite von anderswo ja gar nicht bestehen. Und das hat sich 1991 nach und nach geändert, denn damals hat, das war also diese Umbruchphase nach dem Mord an Olof Palme, der das Land radikal verändert hat und ironischerweise vielleicht dazu geführt hat, dass Schweden sehr viel früher neoliberal geworden ist als Deutschland, Österreich oder Frankreich, weil dieser Palme-Mord irgendwas geändert hat in der Tiefe der Gesellschaft. Dann wurde eine konservative Regierung gewählt und die hat das Schulsystem in einigen Punkten geändert. Die zwei wichtigsten Punkte waren, dass Privatschulen zugelassen wurden und zwar fast ohne Beschränkungen. Du kannst in Schweden heute eine Privatschule gründen, wenn du bestimmte formale Voraussetzungen erfüllst. Und der entscheidende Unterschied zu Deutschland, du musst nicht in einem, sagen wir mal, Bedarfsplan enthalten sein und nachweisen, dass du irgendwo an einem Ort wegen steigender Schülerzahlen noch gebraucht wirst, sondern du kannst theoretisch unendlich viele Schulen eröffnen, gleich ob da irgendein Bedarf nach besteht oder nicht. Das war der erste entscheidende Punkt. Und der zweite entscheidende Punkt war, dass die Zuständigkeit und Verantwortung für den öffentlichen Teil des Schulwesens von der Reichsebene, also der Zentralregierung, auf die Kommunen übertragen wurde. Heute sind die Kommunen die öffentlichen Schulträger. Die bekommen, genau wie die Privatschulen, pro Schüler, der tatsächlich zur Schule geht, einen fixen Pro-Kopf-Betrag zur Finanzierung der Schule zugewiesen und müssen dann damit Mindeststandards erfüllen an Bildung, sind aber im Großen und Ganzen frei, die Schule bei sich vor Ort so zu gestalten, wie es ihnen beliebt. Deswegen kann dann zum Beispiel eine Schule, eine Kommune der Meinung sein, sie stellt nur Lehrer mit staatlicher Anerkennung ein. Eine andere könnte quasi beschließen, sie stellt nur Lehrer ohne Anerkennung ein, weil sie mit denen Gehaltskosten sparen kann. Das ist ihnen örtlich zu großen Teilen völlig freigestellt. Lehrpläne gab es lange Zeit überhaupt nicht. Die sind eher, bin jetzt nicht ganz sicher, ungefähr 10 Jahren eingeführt worden und sind aus deutscher Sicht relativ lächerlich, weil da eigentlich fast nichts konkret geregelt ist. Also diese Privatisierung seit 1991 ist das, was heute in steigendem Ausmaß zu den Verwerfungen führt, über die wir jetzt eigentlich reden wollen. Ja, ein genau. Prozess, der jetzt schon 30 Jahre in Gang ist. Das wollte ich nämlich gleich fragen. Man setzt also auf Subsidiarität, also man schiebt die Verantwortung auf die Kommunen und gibt dem maximale Selbstverwaltung und man setzt auf marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Wie funktioniert das Ganze so? Also erstmal, was hast du persönlich für Erfahrungen gemacht? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Ja, also das müsste man aufgliedern quasi wahrscheinlich in den Bereich Leistung und in den Bereich Disziplin. Also mir ist immer wichtig, das ähnlich wie im Schulgesetz zu trennen und zu vermischen. Ich fange mal bei den Gymnasien an. Das ist ja da, wo sozusagen die Schüler mehr Selbstbewusstsein haben und es auch oft problematischer erscheint aus Sicht vieler Leute, die zu bändigen, als da, wo sie noch klein sind. Ich bin in eine Schule gekommen und bin in einen Klassenraum reingegangen. Und Schüler sind reingekommen und rausgegangen aus dem Klassenraum, wie es ihnen beliebt ist. Das war so meine erste Erfahrung, was für mich sehr merkwürdig war. Da habe ich einen Schüler gesehen, der kam rein, deponierte seine Tasche auf dem Tisch und ist dann wieder rausgegangen aus dem Klassenraum und kam auch nicht wieder, ohne sich irgendwie abzumelden oder zu erklären, warum. Es ist ein Rein und Raus in diesen Klassenräumen, in den Schulen oft. Die Schüler meinen, sie könnten kommen und gehen, wie sie wollen. Sie wollen nur eine formelle Anwesenheit erfüllen, weil es für die Anwesenheit im Unterricht eine Prämie einer Behörde gibt. Man muss sich das ähnlich vorstellen, quasi wie ein Schüler-BAföG auf einem geringen Niveau, das für die ein wichtiger Bestandteil ihres Taschengelds ist. Sind sie zu wenig anwesend in der Schule, die Schulen melden das immer an diese Behörde, dann wird ihnen dieses Taschengeld gestrichen. Und deshalb sind sie bestrebt, dass sie als anwesend gelten. Und dann haben Schüler solche Ideen wie, wenn ich meine Tasche im Klassenraum lasse, dann bin ich anwesend. Und dann schreibt mich der Lehrer als anwesend auf. Dann rennen sie wieder raus und spielen zum Beispiel Billard auf dem Flur oder solche Sachen. Das war der erste Schock, den ich sehr merkwürdig fand. Dann ist es normal, dass sie ihre Laptops aufklappen und zum Beispiel Eishockey gucken. Andere schminken sich, die Mädels packen dann ihre Spiegel auf den Tisch und ihre Schminkutensilien und schminken sich ausgiebig. Dann gibt es andere, die fangen an zu telefonieren plötzlich oder hören Musik auf einer Lautstärke, dass es jeder mithören muss. Es ist ein irre Lautstärkepegel in der Schule.
Das ist auch der Öffentlichkeit bewusst, denn gab ja zum Beispiel beim letzten Wahlkampf 2022, haben mehrere Parteien als Slogan gehabt, Arbeitsruhe, also quasi Arbeitsruhe im Schulunterricht. Das war ein großes Thema. Es ist allen bewusst, dass der Unterricht chaotisch ist. Und dann versuchst du, sagen wir mal, eine Leseübung mit den Schülern zu machen, dass sie einen Text vorlesen. Und dann gibt es Schüler, die verweigern das, die lesen per se nicht. Du weißt nicht warum, die schütteln einfach den Kopf und machen das nicht. Dann gehst du weiter und machst das beim anderen Schüler. Und dann hast du so ungefähr die Hälfte der Klasse, die bereitwillig ist, im Arbeitsbuch einen Text zu lesen und die andere, die das verweigert. Am Ende der Stunde gibt es eine Hausaufgabe auf und wenn du in der nächsten Stunde nach der Hausaufgabe fragst, dann hat die von 30 Schülern einer gemacht. Also aus dem Chat gab es gerade eine Frage, bei welchen Schulen hast du das überhaupt erlebt? Wo unterrichtest du eigentlich? Also ich werde jetzt die einzelnen Schulen nicht nennen. Nein, weil welche das natürlich auch. Welche Jahrgangsstufe? Das war jetzt die Schule, die ich jetzt berichtet habe. Das war eine Schule in Trägerschaft eines Vereins, ein Gymnasium, also von Jahrgangsstufe 10 bis 12. Und? An den Gymnasien ist das am auffälligsten, an den Grundschulen ist es noch etwas in geringerem Umfang. Und jetzt wäre doch mal interessant zu erfahren, wieso machen die Schüler das? Also wenn du das in Deutschland machen würdest, dann würdest du eine 6 bekommen. Also dann würde, also wenn du einfach nur die Tasche auf den Tisch stellen würdest und dann rausgehen würdest. Also würde in Deutschland zumindest von den Noten her genauso gewertet werden, als wenn du gar nicht da wärst. Genau, das geht in Schweden nicht, weil der Maßstab für die Notenbewertung ist eigentlich nur die Leistung, die in einer konkreten Prüfung abgefragt wird. Die Mitarbeit im Unterricht an sich hat in der Note, wenn man die Richtlinien der Schulbehörde streng auslegt, nichts zu suchen. Der Unterricht wird quasi nur als eine Vorbereitung auf die Prüfung angesehen und ist selber gar nicht bewertungsrelevant. Das ist das erste Problem, das du als Lehrer hast, dass du den Schülern da mit den Zensuren quasi nicht drohen kannst. Du hast nur dieses Mittel, die Abwesenheit dieser Behörde zu melden, die dann quasi das Taschengeld kürzt. Das ist auch fraglich, das habe ich am Anfang quasi auch relativ ruppig gemacht, in einem weitaus größeren Umfang, als es das Schulrecht in Schweden zulässt, weil ich sozusagen mein deutsches Denken im Kopf hatte, dass Ruhe im Klassenraum zu sein hat und ich als Lehrer das durchzusetzen habe. Nach schwedischen Maßstäben war das nicht korrekt. Ich habe dann auch angefangen, Schüler aus dem Unterricht herauszuwerfen, also die des Klassenraums zu verweisen und dieses nach dem Rauswerfen die dann als abwesend eingetragen, was ja ihr größtes Problem ist. Das hat gewirkt. Ich habe in meinen Klassen immer nach relativ kurzer Zeit Ruhe drin gehabt, eine Woche Unruhe und in der nächsten Woche ging es plötzlich. Ist aber, wie ich das gemacht habe, nach den schwedischen Schulrechtsmaßstäben nicht zulässig gewesen. Das habe ich dann später gelernt. Du hast als Lehrer fast keine Handhabe in Schweden, irgendetwas zu machen gegen aufmüpfige Schüler. Es ist interessant. Also, und das hängt mit diesen marktwirtschaftlichen Reformen zusammen. Jein, das ist natürlich eine Interpretation, wo du deinen politischen Standpunkt irgendwie mit reinbringst, ne, wenn du sagst, womit das zusammenhängt. Ich würde sagen, das war tendenziell immer schon so. Der Ursprung liegt eher in der Debatte um Kinderrechte, die ja überall geführt wird. Ich meine, wir haben auch in Deutschland nicht mehr die sozusagen schulrechtlichen Disziplinierungsmittel, die man in den 1970er Jahren gehabt hätte. Ne? Eine Schule hat heute schon Schwierigkeiten, Nachsitzen durchzusetzen, wenn Lehrer in Deutschland Eltern in Deutschland bereit wären zu klagen. Dinge wie körperliche Züchtigung oder dergleichen oder Strafarbeiten sind fast gar nicht mehr möglich. In Schweden ist das sogar schon früher gewesen. Alle diese sozusagen Maßnahmen zu den Kinderrechten sind in Schweden ja früher gekommen und darauf sozusagen ist die Schule auch eingestiegen. Das ist etwas, was die meisten Lehrer oder Rektoren, mit denen ich darüber gesprochen habe, wenn sie denn bereit sind, darüber zu reden, als sozusagen Ursprung des Ganzen sehen. Ich sehe nur den Beitrag dieser neoliberalen Reformen quasi darin, dass sie das verstärken und quasi also selbst wenn das gesellschaftliche Klima anders würde und solche liberalen Sachen wie Kinderrechte und so weiter nicht mehr im Gange wären, wir haben ja eher ein konservatives Klima, dann geht das aber trotzdem weiter und wird als Vorwand benutzt, weil der Motor dieser der Marktmechanismen darunter steht und quasi diese Dinge gerne benutzt für seine eigenen Ziele. Also das ist meine Ansicht.
Das heißt, Schulen, die besonders lax sind, was das angeht, und die auch besonders großzügig sind bei der Notenvergabe, beispielsweise wenn Kinder nicht anwesend sind oder gar nicht mitarbeiten, die sind dann beliebter und die erhalten dann dadurch mehr Geld, weil sich da mehr Schüler einschreiben. Richtig, das kannst du als Vater, wenn du überlegst, wo du dein Kind hinschicken willst, in Online-Portalen einfach überprüfen. Da stehen die Durchschnittsnoten der Schule drin, da steht drin, wie viele Schüler den Abschluss kriegen in Prozenten und sozusagen eine Wertung, auf welchem Rang du dann unter allen Schulen in deinem Län, also in deinem Landkreis oder im ganzen Land landest mit diesen Werten. Deswegen ist das für eine Schule quasi zentral, 100% der Schüler den Abschluss zu verleihen und eine möglichst hohe Durchschnittsnote zu gewähren, weil die Note relevant ist. Wenn du von der Grundschule aufs Gymnasium willst, kannst du dir das Gymnasium aussuchen, auf das du willst, auf das du gehen willst, je nachdem, wie hoch deine Gesamtpunktesumme ist, die du in der Grundschule bekommen hast. Und beim Wechsel von Gymnasium zur Hochschule ist es wieder dasselbe. Also wir erleben hier Ich quasi bin so als ein, ja. Entschuldigung, ich bin als Lehrer quasi unter einem Druck, wenn ich sozusagen meine Stelle behalten will, wenn ich mich als guter Arbeitnehmer beliebt machen will, dass ich am besten allen Schülern eine Eins gebe. Kein Rektor hätte was dagegen, wenn ich allen Schülern eine Eins gebe. Das heißt, wir erleben quasi ein Race to the Bottom. Also jeder versucht, die laxesten Standards zu haben, jeder versucht seinen Schülern die besten Noten zu geben, um at am attraktivsten für die Schüler zu sein. Also das ist hier Ja, dieser konkrete natürlich. Marktmechanismus, der Ja, greift. das ist der Marktmechanismus zwischen den Schulen, das ist der Wettbewerb zwischen den Lehrern. Ich im Bereich zweite Fremdsprache bin selber Objekt einer Wahl durch Schüler. Wollen die Spanisch, wollen die Französisch, wollen die Deutsch wählen? Und es ist auch durchaus möglich für die einfach die Sprache zu wechseln mitten im Jahr. Da macht ihnen die Schule kein Problem. Willst du von Deutsch nach Spanisch wechseln? Kein Problem. Geht sofort. Nächste Woche bist du in Spanisch. Und ich muss mich also quasi profilieren und der beliebteste Lehrer sein, auch beliebter sogar als andere Lehrer in meiner Schule, damit mein Fach möglichst viele Schüler hat und für die Schule irgendwie interessant ist. Das ist nicht in allen Fächern so, weil die nicht alle so im Wettbewerb stehen, aber das Wahlprinzip von Wahlpflichtfächern ist in schwedischen Schulen eben sehr verbreitet, weil man hier sehr viel Wert auf berufliche Spezialisierung statt auf Allgemeinbildung legt. Also das Problem, also beziehungsweise inwieweit das ein Problem ist, kann man sich streiten. Aber das hast du in Deutschland tatsächlich, so wie ich das in meiner Schullaufbahn mitbekommen habe, nur in den zweiten Fremdsprachen. Also das hast du bei anderen Fächern eigentlich nicht. Ja, die schwedische Schule hat also auf jeden Fall im Bereich des Gymnasiums ab 10 bis 12 ist es ja eine Schule, die schon die Berufsausbildung beinhaltet, ne? Oder für spezifische Studienfächer vorbereitet. Du kommst zum Beispiel, würdest jetzt zum Beispiel nicht Wirtschaft studieren können, wenn du nicht einen bestimmten Punktwert und Unterrichtsumfang in Mathematik gehabt hättest, weil Mathematik und Statistik als relevant für Wirtschaft gilt. Und dann musst du dafür schon einen bestimmten Punktwert im Gymnasium erreicht haben, den du nur kriegst, wenn du das irgendwo als verstärktes Fach wählst. Ich kann dir das jetzt auch nicht für jedes Studienfach und jedes Schulfach sagen, aber das Prinzip dieser Spezialisierung und dieser relativ frühen Berufswahl, quasi ab Klasse 9, durchzieht das ganze Schulwesen. Deshalb sind auch durchaus andere Lehrer und andere Fächer da im Wettbewerb ausgesetzt. Dass das so ist mit diesem Wettbewerb nach unten, das ist der schwedischen Öffentlichkeit auch längst bekannt. Ich meine, da gibt es Begriffe für wie Zeugnisinflation, Gratiszeugnis oder Spaßzeugnis. Ja, das sind so allgemeine Begriffe in der schulpolitischen Debatte. Ja, aber ich Und glaube, dass dass. der Wert jedes Jahr steigt mit 5 bis 10% die Einsen, der Anteil der Einsen jedes Jahr zunimmt, das ist statistisch schon längst belegt und niemandem sozusagen ein Geheimnis. Du hast gerade schon die Disziplinlosigkeit angesprochen. Wie wirkt sich, beziehungsweise ich formuliere die Frage mal neutraler. Was für Erfahrungen hast du in Bezug auf den Leistungsstand gehabt? Du meintest ja, nach allem, wie du es bewerten könntest, seien schwedische Schulen früher relativ gut gewesen, obwohl dort alle Schüler auf eine Schule geschickt wurden. Aber wie sieht es heute aus? Ja, wenn ich das dafür einen generellen Indikator zu finden, ist natürlich schwierig. Da müsste ich dann wahrscheinlich viele Schulbücher auswerten. Aber wenn ich jetzt mal das, was ich jetzt im Deutschunterricht mache, ich nehme mal zum Beispiel das Deutschbuch des vierten Jahrgangs,
am Gymnasium und gucke, wo sind ähnliche Inhalte, ähnlich schwierige Texte, Texte von ähnlicher Länge in meinem Französischunterricht in Deutschland vorgekommen, dann würde ich die vierte Jahrgangsstufe Deutsch in Schweden mit der zweiten Jahrgangsstufe Französisch am deutschen Gymnasium vergleichen. Also du hast quasi in einem Jahr Französischunterricht in Deutschland mehr Inhalte, also so viele Inhalte erarbeitet, wie ich im Deutschunterricht hier in 3 Jahren vermittle. Ich habe also in Mathematik in Klasse 10 wiederhole ich Sachen wie Kommarechnung oder Bruchrechnung, einfaches Addieren von Zahlen mit Nachkommastellen oder mit Brüchen, was, wie ich recherchiert habe, in Deutschland zwischen 4. und 6. Jahrgangsstufe je nach Bundesland unterrichtet wird. Und das kommt hier in der 10. Dazu muss man sagen, du kannst das bei Deutsch relativ gut bewerten, da du, beziehungsweise du hast vorhin gesagt, dass du ältere Schweden kennst, die in der Schule wesentlich besser Deutsch gelernt haben als die Kinder, die du jetzt unterrichtest. Ja, ich habe einfach Schweden kennengelernt, alte Schweden, meistens über 60 Jahre, privat oder auch einfach als Zufallsbegegnung irgendwo auf der Straße, die Deutsch sprechen konnten mit mir und das flüssig. Also die haben nicht nach Worten gerungen, sondern die konnten sich flüssig, ohne nach Worten zu suchen, ausdrücken und ein Gespräch mit mir führen. Ich habe sogar Leute gesehen, die deutsche Literatur lesen. Also Klassiker. Wenn man jetzt einen Lessing, Nathan der Weise liest, das ist ja Sprache, die auch im deutschen Gymnasium jetzt nicht unbedingt beliebt ist und wo die Schüler ständig nachfragen müssen nach alten Worten und dergleichen, die Schwierigkeiten machen vom Satzbau, vom Vokabular. Und wenn man das als auf dem Niveau einer Fremdsprache kann, würde ich sagen, dann hat man exzellente Fremdsprachenkenntnisse. Und im heutigen Schulsystem wirst du keine Schüler mehr finden, die als Ergebnis jetzt in der Lage wären, deutsche Klassiker zu lesen. Die sind kaum in der Lage, einen vollständigen Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt zu formulieren. Aber jetzt würden doch die Leute, die hier während dieses Interviews, also dass wir hier gerade für eine Internetrecherche gemacht haben, sagen, Moment mal, das kann doch gar nicht stimmen, was der da erzählt. Schweden stand im letzten PISA-Ranking 2018 auf Platz 16 und damit ungefähr so gut da wie Deutschland. Also es kann ja gar nicht stimmen, dass das in Schweden so schlimm sein soll. Genau, das war auch die Lieblingsbewertung derjenigen in der Presse oder vor allen Dingen in der Schulpolitik, die darauf verweisen wollen, dass das Schulsystem in Ordnung war. Die sagen, aber wir sind doch im Mittelfeld. Andere sind noch wesentlich schlechter. Da musst du aber gucken, wenn du PISA heranziehen willst, was man durchaus machen kann, nicht auf dieses eine Resultat gucken, müsstest weiter zurückgehen zu den ersten PISA-Resultaten. Wann war das erste PISA? 2007 oder so, Anfang der 2000er Jahre. Da war Schweden sehr weit unten, im untersten Viertel. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und wenn du einerseits siehst, dass die Schuldebatte konstatiert, dass die Schulen schlechter werden, das wird ja im Großen und Ganzen anerkannt, dass die Schulen schlechter werden, dass merkwürdigerweise die Punktwertung immer weiter ansteigt und trotzdem die Kenntnisse nicht beeindrucken, dann stimmt da was nicht. Das kann ja nicht sein. Dann hätte Schweden absteigen müssen und nicht aufsteigen dürfen. Deswegen haben sich auch Journalisten dahinter geklemmt. Es gibt hier durchaus teilweise noch Journalisten, die auch kritisch sind und etwas recherchieren. Und die haben einfach mal das Statistikmaterial der Schulbehörde, was die an PISA weiterleitet, untersuchen lassen. Und die haben festgestellt, dass die Schulbehörde gar nicht die Ergebnisse aller Schüler als für die Grundlage der Berechnungen dieser Durchschnittswerte ansieht, sondern die rechnet einfach Schüler heraus. Man ist der Meinung in der Schulbehörde, zum Beispiel, bei der Personengruppe war es am auffälligsten, dass Einwanderer, die noch nicht sehr lange im Land sind, nicht in die Statistik einbezogen werden dürften, weil Schweden mit denen ja Integrationsaufwand hat. Und deren schlechte Leistungen dürften nicht dem schwedischen Schulsystem zugerechnet werden. Und diesen Integrationsaufwand, den hat Deutschland nicht oder Frankreich oder so ziemlich jedes andere. Komischerweise andere Länder nicht. Genau das war auch der erste Gedanke, den ich hatte. Ne, das ist nur Schweden. Das ist so eine schwedische Sichtweise, dass Schweden ja so viele Flüchtlinge aufgenommen hat und als einziges Land darunter leidet und mehr als alle anderen. Ist eigentlich das Gleiche wie in Deutschland, ne, wo auch Leute jammern und meinen, dass nur Deutschland Flüchtlinge zu bewältigen hätte. Das ist genauso auch die schwedische Sichtweise. Und deswegen ist man dann plötzlich der Meinung, man kann die dann herausrechnen, um sich mit anderen zu vergleichen. Wenn jetzt ein anderes Land das nicht macht und seine zu integrierenden Flüchtlinge nicht rausrechnet, dann bekommt das ja selbstverständlich einen anderen Durchschnittswert, ne?
Ja, also das. Und das war nicht die einzige Personengruppe, die Schulbehörde da herausrechnet. Also die tritt quasi mit ihrer Elite gegen den Durchschnitt anderer Länder an, die im Statistikmanipulieren nicht so geschickt sind. Das ist der Schlüssel da zum Verständnis. Ja, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist ja bei Genau. vielen Statistiken so, dass man da aufpassen muss. Und gerade bei so Bildungstests, indem man da bestimmte Gruppen rausrechnet, kann man da eine Statistik sehr leicht in die ein oder andere Richtung verändern. Das ist sicherlich ein Thema, mit Jetzt dem man sich noch, ja? würde der Berufsstatistiker dir natürlich entgegnen, du musst aber in Statistiken etwas herausrechnen, um sie mit anderen vergleichbar zu machen. Und diese Herausrechnerei, die muss man sich immer im Einzelnen angucken und überprüfen, ob das der eigenen Meinung nach gerechtfertigt ist. Und dann bist du eben dabei, Rohdaten auszuwerten, statt dich mit den Ergebnissen zu befassen. Ich meine, der Regelsatz von Hartz IV in Deutschland ist so ein Thema. Wie konnte errechnet werden, dass 345 Euro angemessen sind für einen Lebensunterhalt? Ja, durch alles Mögliche herausrechnen. Wurde der nachher gerechtfertigt? Dieses Herausrechnen ist ja immer der Schlüssel zum Verständnis, warum Statistiken merkwürdige Ergebnisse produzieren. Ja, bei Hartz IV ist es ja relativ einfach zu beantworten. Man hatte vorher schon eine Zahl und dann hat man sich eine Formel überlegt, wie schaffen wir das, diese Zahl zu erreichen. Und da hat man dann gesagt, wir nehmen die untersten 15% der Einkommensbezieher beziehungsweise die untersten 20%, also je nachdem, welche Gruppe man sich anschaut, ob Alleinstehende oder Familien. Und da nehmen wir jetzt aber nicht Genau. die realen Ausgaben, die sie haben, sondern wir ziehen davon alles Mögliche ab, wovon wir jetzt festlegen, dass das zum Leben nicht notwendig sei. Das ist nochmal ein Ja, anderes genau. Und Thema. wir ziehen den Durchschnittswert bei der unteren Gruppe ab und nicht irgendwie den Durchschnittswert der unteren Gruppe, sondern den Durchschnittswert der Gesamtbevölkerung ziehen wir bei den unteren 15% ab. Das geht in eine ähnliche Richtung, wo du dann solche verfälschten Werte eben erreichst, weil das nicht der Durchschnitt nicht mehr die Mitte bezeichnet, sondern irgendwo anders als in der Mitte liegt, natürlich beim errechneten Endergebnis. Und du siehst in der Realität, dass das nicht übereinstimmt. Ja, in Deutsch bin ich besonders betroffen, weil es ein besonders unbeliebtes Fach ist. Man hält die zweite Fremdsprache hier für vollkommen überflüssig und hat die im Grunde nur im Curriculum, weil die EU sich darauf geeinigt hat, dass in allen Ländern eine zweite Fremdsprache gelehrt werden soll und sonst quasi der schwedische Schulabschluss nicht EU-weit bei den Hochschulen anerkennungsfähig wäre. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum es noch eine zweite Fremdsprache gibt. Ansonsten ist man der Meinung, dass Englisch vollkommen reicht. Und wenn ein Schüler sich unbedingt auf Quer stellt und die zweite Fremdsprache nicht machen will, dann kann er zum Beispiel erreichen, dass er verstärkten Englischunterricht bekommt und nicht mehr Französisch oder Spanisch oder Deutsch lernen muss. Das sind auch so Sachen, wo du den Schüler immer sozusagen zum Abitur hinlotsen kannst, dass du mit irgendwelchen Tricks begründen kannst, dass du quasi alle Fächer aus seinem Stundenplan rausnimmst, in denen er schlechte Leistungen erbringt und dann einfach die guten quasi verstärkst. Da gibt es unendliche Möglichkeiten im schwedischen Schulrecht. Das Das ist da würde sehr mich lasch. zum Abitur, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie sind denn da die Prüfungen aufgebaut? Also in Deutschland, da gibt es ja je nach Bundesland ein Zentralabi, das alle gemeinsam schreiben müssen. Also alleine das nimmt den Schulen ja hier die Möglichkeit, zu sehr unter allgemein festgelegte Standards zu gehen, da am Ende jeder Schüler dieses Abi bestehen muss. Wie sieht das denn in Schweden aus? Ja, da ist Schweden der Meinung, dass es auch sowas hätte. Das heißt nationella Prov. Aber zu diesem nationella Prov, zu dieser nationalen Prüfung, die kommt also quasi im ersten Halbjahr des 9. Jahrgangs beim Wechsel auf das Gymnasium, hast du solche nationalen Prüfungen und du hast solche Prüfungen auch beim Abschluss des Gymnasiums. Aber das ist trotzdem nicht gleichzusetzen mit Deutschland, weil du da erstens nicht alle Fächer einbeziehen musst, sondern nur als wichtig erachtete Fächer. Und den unwichtigen Fächern kannst du immer noch den Notendurchschnitt anheben und da bin ich dann zum Beispiel besonders unter Druck, weil die zweite Fremdsprache nicht zur nationalen Prüfung zum Pflichtcurriculum dazugehört. Und zweitens sind nur die Aufgaben gleich, aber die Bewertung ist nicht gleich, meines Erachtens. Jeder Lehrer weiß, dass er bei der Bewertung der nationalen Prüfungsaufgaben einen großen Spielraum hat. Das wurde auch schon untersucht. Also in Deutschland ist es ja auch so, dass jeder Lehrer bei der Abi-Prüfung sagen kann, okay, das war nicht dran, das können wir jetzt nicht
korrigieren oder okay, hier haben die Kinder den und den Lösungsweg gelernt, dass es da nicht allgemein festgelegt ist. Also so viele Möglichkeiten haben die Schulen in Deutschland schon, aber das wird, so wie ich das mitbekommen habe, nicht sonderlich weit ausgelegt. Zumindest war es an meiner Schule nicht so. Die Aufgaben, die man im Abi hatte, die hat man vorher auch ziemlich genauso im Unterricht dran gehabt. Also die Schule versucht schon, diese Standards zu erreichen, die da festgelegt wurden, obwohl es da auch solche Hintertüren in Deutschland gäbe. Die werden aber nicht sonderlich groß ausgenutzt. Das weiß ich halt nicht so genau, weil ich bin ja in Deutschland nicht Lehrer gewesen. Meine deutschen Schulerfahrungen sind mehr oder weniger meine eigenen und die liegen lange zurück. Da gab es noch kein Zentralabitur. Also zu meiner Zeit wurde noch dezentral geprüft. Und deswegen ist das hier, sehe ich das hier in Schweden quasi zum ersten Mal mit den nationalen Prüfungen. Aber so der Grundsatz ist der, von dem du merkst, dass er irgendwann immer durchschimmert, ist der, dass die Schulbehörde immer irgendwelche Schleichwege offen lässt, wo du an diesen Dingen vorbeikommst. Also die sympathisiert quasi mit diesem Fusk, würde man das auf Schwedisch nennen. Wie sagt man auf Deutsch? Jetzt fange ich schon an, dass ich nur noch schwedische Begriffe kenne. Ich dachte immer, das haben nur andere Auswanderer. Also so Mogeleien quasi, ja, so Mogeleien. Hin und wieder steht es auch in der Zeitung, dass dann eine Schule gemaßregelt wurde von der Behörde, weil es besonders viel davon gab und irgendwer an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das betrifft sogar Eliteschulen. Dieses Jahr, Anfang des Jahres, war die Eliteschule in den Nachrichten, wo die Lehrer sozusagen zugunsten der Schüler mogeln, wo die königliche Familie ihre Kinder hinschickt. Also wirklich als Nobelschule bekannt, ursprünglich mal bekannt gewesenes Institut. Auch die machen das und da versuchen die Lehrer eben auch die Schüler irgendwie 100% zum Abschluss zu bringen. Und du findest immer irgendwelche Wege. Also der Rektor sagt dir quasi einfach, schau mal, unsere Schule hat wirtschaftliche Probleme und willst du, dass dein Arbeitsvertrag nächstes Jahr verlängert wird, ja? Dann arbeite doch mit. Und er sagt dir nicht, was du machen sollst, sondern wenn du es von dir aus noch nicht begriffen hast, dann weist er dich darauf hin, dass du dir was einfallen lassen musst, wie du irgendwie die Ergebniswerte nach oben korrigieren kannst. Mindestens auf die Note E, dass du nicht mit F sozusagen, dass der Schüler mit F nicht durchgefallen ist und am besten noch ein bisschen höher als E. Und da musst du dir selber was einfallen lassen. Ich habe das in einem Jahrgang, habe ich das tatsächlich auch selber gemacht, von mir aus. Da war mein Eindruck, also ich fange neu an mit einer Klasse und ich habe Ambitionen, ein Leistungsziel zu erreichen. Und die sind von verschiedenen Grundschulen gekommen und ich weiß, wie lausig der Unterricht ist. Und ich denke, ich kann die jetzt nicht einfach an so einem hohen Leistungsziel messen, das 3 Jahre Vorerfahrung voraussetzt, während ich weiß, dass an vielen Schulen überhaupt kein Unterricht gewesen ist. Die haben möglicherweise immer Unterrichtsausfall gehabt und dann eine 1 aufs Zeugnis bekommen, haben 0 Vorkenntnisse. Was mache ich jetzt? Da habe ich gedacht, ich gebe denen jetzt einfach 30% gratis Wie dazu, geht ja? das Damit denn? jeder Sorry, einfach so wie habe geht ich das? gemacht bei der Bewertung. Nee, Ich habe wie geht einfach das, dass Sie 3 Jahre draufgeschrieben. keinen Unterricht hatten? Das war jetzt meine Frage. Gut, das war eine meiner ersten Stellen. Da habe ich eine Erfahrung gemacht. Da war ich bei einer Firma. Das war gar keine Schule, sondern eine Firma, die bietet Fernunterricht an, wo, dass Schulen dann quasi im Paket kaufen können und ihre Schüler einloggen können. Interessant für die Schulen, weil sie dann die relativ kleinen Gruppen von 3 oder 4 Schülern können dann zusammengepackt werden und ich unterrichte dann 30 Schüler im Fernunterricht als Tochterunternehmen eines Schulkonzerns. Und da habe ich mich immer gewundert, dass Schüler teilweise nicht zu erreichen waren, dass das Mikro immer abgestellt war oder der Bildschirm immer abgestellt war. Und dann habe ich mir mal gesagt, eine dieser Schulen, die kann ich ja selber aufsuchen, die ist ja hier in Stockholm und nicht weit weg. Da mache ich den Unterricht einfach vor Ort. Die Schule hatte da nichts dagegen. Im Prinzip wertet das ja die Schule auf, wenn der Unterricht nicht online stattfindet, sondern vor Ort. Und dann waren die Schüler in so einem Raum, das war gar kein richtiger Klassenraum, sondern eher so eine Art Sozialraum, schon die völlig falsche Umgebung, dass sie das Ganze nicht ernst nehmen. Und da wurden die hingesetzt, in der Regel ohne Aufsichtspersonen. Und dann wurde davon ausgegangen, dass die ohne jegliche Aufsicht in diesem relativ gemütlichen Raum, wo man sich Tee kochen kann, wo Süßigkeiten bereitstehen, jetzt an einem Unterricht mit irgendwem teilnehmen, den die überhaupt gar nicht kennen online. Was die in Wirklichkeit gemacht haben, ist, die eine Hälfte ist einfach nach Hause gegangen, die andere Hälfte hat die Beine lang gemacht und irgendwo Computerspiele gespielt oder sonst was. Und als ich kam und erwartete, dass die jetzt still sitzen und irgendwie mitarbeiten, waren die total empört, weil es ihre Ansicht war, dass sie ein Recht auf eine Freistunde hätten. Du meinst, du Und hast, ja.
Also der Unterricht hat vorher quasi nicht stattgefunden. Bevor ich gekommen bin, meine Vorgängerin, die hat das nicht kontrolliert, ob die Teilnehmer am Unterricht, ob das Mikrofon wirklich offen ist oder der Bildschirm offen ist, sondern die sind größtenteils, haben die keinen Unterricht gehabt, kriegen aber am Ende des Jahres eine Eins aufs Zeugnis, weil die Schule der Meinung ist, die Umstände sind schwierig, die Schüler können nichts dafür, also kriegen sie die Eins. Die Umstände sind schwierig wegen Corona jetzt, oder? Ja, die Umstände sind schwierig, weil es ja keinen guten, vollwertigen Unterricht gibt. Du musst das jetzt wieder so sehen. Man will ja einen Grund suchen, weswegen man eine Supernote geben kann. Also nimmt man irgendeinen hanebüchenen Grund. Die Schüler haben es schwer. Zack, kriegen sie alle eine Eins. Ah, du gibst doch die Note als Lehrer, oder? Nein. Nein, die Schule gibt die Note. Ich bin ja da ein Dienstleister gewesen. Ich bin ja nicht der Lehrer gewesen. Ich bin ein externer Dienstleister gewesen, der nur den Unterricht gemacht hat. Ein externer Dienstleister kann nicht die Note geben. Das ist ein hoheitlicher Akt, auch in Schweden. Den kann nur derjenige machen, der vom Staat mit der Befugnis versehen ist, einen hoheitlichen Akt auszuführen. Also eine Behörde quasi. Das ist toll. Also Wenn ich sowas. direkt bei der Schule angestellt bin, dann bin ich in dem Behördenapparat, dann kann ich die Zensur geben. Und auch da gibt es noch Richtlinien. Darf ich das als nicht staatlich anerkannter Lehrer oder darf ich das nicht? Das sieht jeder Rektor ein bisschen anders. Die meisten Rektoren lassen dich die Noten geben, weil die wollen das gar nicht für alle Schüler machen. Das ist ja super viel Arbeit und der Schwede macht nicht gerne übermäßig viel Arbeit. Und dann lässt er dich das machen. Ich habe aber auch einen Rektor gehabt, der meint, eigentlich ist das nach den Regularien der Schulbehörde nicht zulässig. Das darf nur ein anerkannter Lehrer machen. Hat er natürlich auch das Problem, er hat den Unterricht ja nicht gemacht. Also mache ich ihm theoretisch nur einen Vorschlag, lege meine Noten dahin und er unterschreibt die dann. So, alle anderen haben mich das machen lassen, aber bei diesem externen Dienstleister, da geht das dann nicht. Ja, deswegen, ich habe gerade nochmal nachgefragt, weil man sich das in Deutschland gar nicht so vorstellen kann. Also hier gibt der Lehrer, der einen im Unterricht hatte, auch die Noten. Selbst wenn das nur ein Lehrer ist, der, keine Ahnung, 3 Wochen oder so zur Vertretung da war, muss der ja letztlich die Noten geben, sonst kann das ja kein anderer bewerten als ein Lehrer, der einen im Unterricht hatte. Das ist ja eigentlich in Schweden auch der Grundsatz, ja. Es gibt das manchmal, dass Rektoren einfach anstelle der Lehrer die Noten vergeben. Laut einer Umfrage der Gewerkschaft, haben 10% der Lehrer geantwortet, dass Rektoren das bei ihnen gemacht haben oder machen. Das finde ich schon relativ viel. Im Regelfall tun sie das nicht, weil es eben illegal ist. Und der Rektor schiebt schon alles, was illegal ist, wälzt da irgendwie auf den Lehrer ab. Durch diese Andeutungssprache, ne? Er sagt dir halt nicht, was du irgendwie Krummes tun sollst, sondern er weist dich nur darauf hin, dass die Lage der Schule schwierig ist und alle mitarbeiten müssen. Und verstehst dann, wie das gemeint ist. Das ist der Druck, der aus der Ökonomik kommt. Also wenn Deswegen du ich sage, du kannst als Regierung oder Schulbehörde 1000 Gesetze machen. Wenn die den Gesetzen des Marktes widersprechen, dann setzt sich immer das Gesetz des Marktes durch. Das ist das stärkere Gesetz. ja, das heißt, jeder Schüler, um es jetzt nochmal deutlich zu sagen, hat, wenn er durchfällt oder eine seiner Meinung nach zu schlechte Note bekommt, die Chance, auf eine andere Schule zu wechseln. Und dank dieses Schulwettbewerbs, den man in Schweden hat, gibt es auch relativ viele Schulen. Und kann dem so aus dem Weg gehen. Das heißt, auf die Schulen ist ein Druck ausgeübt, dass sie eben gute Noten geben müssen. Es gibt eine enorme Überkapazität an Schulplätzen. Du hast in nahezu jeder Gemeinde, jetzt mal von extrem dünn besiedelten Gebieten wie Lappland abgesehen, da kann das durchaus anders sein, dass es nur eine Schule im Umkreis gibt, aber in Ballungszentren wie Stockholm oder Göteborg oder Malmö oder so, da hast du immer ganz viele Schulen und du hast gewaltige Überkapazitäten. Ich war auf einer Schule, die hatte 168 Schüler, hatte aber Kapazität für 700. Du kannst also jederzeit zu anderen Schulen wechseln. Und dieser Wettbewerb, der macht, wie du vorhin auch erklärt hast, nicht mal vor den Eliteschulen halt. Also denen, die eigentlich von sich selbst behaupten, sie würden ein hohes Niveau wahren wollen. Wie kann das sein, dass Schulen, die eigentlich als Alleinstellungsmerkmal herausheben, dass sie eine besonders hohe Bildung gewährleisten wollen, dass bei denen die gleichen Mechanismen greifen? Wie kann das sein? Also, dass das gerade bei den Eliteschulen so ist, das wundert mich jetzt nicht. Denn wenn du jetzt, sage ich mal, zur Elite gehörst, dann hast du einfach eine Erwartungshaltung, dass du das bekommst, was du verlangst. Ja? Und wenn du Geld bezahlst, so nach deiner Ansicht, dann hast du das zu kriegen. Also ich würde jetzt gerade auch Eliteschulen, Privatschulen oder Privatinternaten in Deutschland nicht unterstellen, dass die die größten Leistungsansprüche haben, sondern eher umgekehrt.
wo aber wirklich ein Schwachpunkt ist oder so ein Rätselpunkt, wo selbst ich nicht weiterkomme mit aller Marktwirtschaft, die immer alles erklärt, ist, warum tatsächlich alle nur das Gleiche machen. Während man ja normalerweise sagt, es gibt verschiedene Kundengruppen mit verschiedenen Wünschen und denen werden auch verschiedene Produkte unterbreitet. Aber es gibt merkwürdigerweise in dieser Marktwirtschaft so eine Tendenz, dass alle genau dasselbe machen. Es ist vielleicht ähnlich wie kaufen Auto von Mercedes, kauf eins von VW, innen drin ist alles dasselbe. Es ist eine andere Verkleidung, aber der Motor und alles andere wird eh in der gleichen Fabrik in China hergestellt. So eine Tendenz zur, sage ich mal, Standardisierung hast du in diesem Kapitalismus mittlerweile überall drin. Und ich glaube einfach so, wenn du Leute quasi zu Managern machst unter Druck, die nicht das in sich das nicht drin haben, so Wirtschaftsmenschen zu sein. Wenn du also plötzlich Lehrer zu Verkäufern machst, dann kommen Effekte raus, die nicht zur reinen Lehre der Marktwirtschaft passen, wo angeblich die Marktwirtschaft die tollsten Produkte produziert, weil sie das nicht können. Ja, das ist einfach, ein Lehrer ist kein Verkäufer. Er wird dazu gemacht, aber er ist ein lausiger Verkäufer. Und diese ganze Schulindustrie besteht ja im Großen und Ganzen aus Lehrern und die haben keine große Fantasie, andere Produkte auf den Markt zu bringen, weil sie keine Marketingmenschen sind. Ist das ungefähr so nachvollziehbar? Nee, mach's mal konkreter. Die gucken einfach so, was machen die anderen. Als ich zum Beispiel an dieser Schule mit den 168 Schülern war und die in Schwierigkeiten war und die Gemeinde die schließen wollte, das wurde ja ultimativ angedroht, dann gab es aber Proteste, Schüler haben protestiert im Stadtrat und so weiter und dann hat sich die Schulabteilung der Gemeinde herabgelassen, der Schule einen Kompromissvorschlag zu machen und die Schule soll eine sogenannte Ressource-Skola werden. Das ist sowas wie eine Sonderschule, könnte man sagen. Also das schwedische Schulwesen untergliedert sich jetzt zunehmend in verschiedene Schularten, auch wenn das offiziell nicht so genannt wird. Und in diesen Ressource-Schulen sozusagen, da wird dann ein noch niedrigeres Niveau gefahren als das, was die allgemeine Schule jetzt schon hat. Und das ist jetzt der Trend, dass Schulen Ressourcenschulen werden sollen für schwache Schüler. Das machen jetzt meines Erachtens schon so viele Schulen, dass es absolut dämlich ist, auf diesen Zug aufzuspringen, weil man sollte nicht das machen, was in den letzten 10 Jahren schon alle anderen gemacht haben, sondern das machen, was kein anderer macht. Aber das kannst du einem Rektor oder so Verwaltungsmenschen nicht erklären, weil die sind nicht so, dass, oh, wie ist der Markt und wo könnte man da reingehen und ist das spannend und was weiß ich was. Das sind keine Wirtschaftsmenschen, sondern die gucken einfach, was machen alle anderen und trotten da hinterher. Deswegen gibt das dann irgendwelche Nachteile für Schüler, wenn sie dann auf so eine Schule für besonders schwache Schüler gehen? Ich meine, es muss ja irgendwas, also du meintest vorhin. Okay. Nein, es gibt denselben Abschluss. Es gibt denselben Abschluss zu noch leichteren Bedingungen. Hast du erkannt, dass die Frage sein muss, warum sollte ich nicht auf so eine Schule gehen, sondern für den gleichen Abschluss an einer anderen Schule härter arbeiten? Die Frage würde sich, glaube ich, jeder stellen. Ich meine, wenn man exakt die gleichen Sachen können muss und dafür 2 Noten besser wird oder leichtere Sachen können muss, dann wird jeder dahin gehen, wo er 2 Noten besser ist. Das ist ein voll rationales Verhalten aus Sicht des Individuums. Das könntest du so sehen, aber das wäre sozusagen die Einführung so eines gegliederten Schulsystems wie in Deutschland. Und das lehnt man in Schweden aus ideologischer Überzeugung von der Einheitsschule ab. Man führt jetzt also nach und nach ein gegliedertes Schulwesen ein, bekennt sich aber nicht dazu, weil man ideologisch absolut dagegen ist. Man ist progressiv, fortschrittlich, liberal und so weiter, das progressivste Land der Welt und man wird nicht so ein reaktionäres Schulsystem wie das in Deutschland einführen. Das ist völlig undenkbar. Niemand nimmt sich ein Beispiel an Deutschland in Schweden. Wie nimmst du denn die Debatte in Schweden wahr? Wie nimmst du denn die allgemeine Debatte darüber wahr? Ja, die Debatte ist, die Schulen sind schlecht, es ist Chaos, es gibt keine Disziplin, die Leistungen sinken, es muss etwas geschehen. So, das räumt jeder mittlerweile ein. Alle Parteien sagen, ja, da muss was geschehen. Die Frage ist, wie weit die da gehen, in der sozusagen an die Wurzel zu gehen und die Probleme zu erkennen und die, sag ich mal, Marktwirtschaft generell als problematisch für die Schule anzusehen. Das haben im Programm, hat die sogenannte Linkspartei im Programm und das haben die Sozialdemokraten im haben. Alle anderen stehen im Großen und Ganzen zur privatisierten Schule. Oder drucksen sich da drum herum, klare Aussagen zu machen. Du bist jetzt wahrscheinlich nicht mehr lange in Schweden, aber wir haben jetzt gerade schon diesen Race to the Bottom angesprochen. Was würdest du sagen? Wird das immer so weitergehen oder wird das in naher Zukunft bald mal ein Ende kommen? Ich sehe da im Moment keinen Faktor, der mich annehmen lassen würde, dass sich daran was ändert.
denn an politischen Willen, diese Marktmechanismen komplett abzuschaffen, sehe ich nicht. Die sogenannte Linkspartei behauptet das als einzige konsequent. Die ist aber meines Erachtens eine Partei, die in Wirklichkeit Wokismus verfolgt und der diese Hardcore, also diese harten Themen der Verteilung relativ egal sind. Die würde in der Koalition das als allererstes opfern, ist meine Meinung. Die Sozialdemokraten behaupten, dass sie dagegen seien, haben aber in ihren langen Regierungszeiten auch nie wirklich was gemacht. Also das Letzte, was sie jetzt vor dem Abtritt gemacht haben, war ausländische Eignerschaften in Privatschulen zu verbieten. Also das liegt alles an den Ausländern und nicht generell am Privaten. Wenn ein Schwede Eigner eines Privatschulkonzerns ist, dann würde das nicht passieren. Also diese Logik, ne, musst du dann nachvollziehen, die da drin steckt. Da ging es eher um was gegen Ausländer zu machen, weil auch das Thema Ausländer hier in Schweden eben sehr virulent ist, ja sogar schon früher als in Deutschland. Da werden auch andere Themen wichtiger sein, als die Schulprivatisierung zurückzunehmen. Und die Parteien, die jetzt, sage ich mal, noch rechts von den Sozialdemokraten stehen, stehen mehr oder weniger direkt noch hinter dem Privatschulwesen. Jetzt gerade ist das Schulministerium in der Hand der Liberalen, also der schwedischen FDP, könnte man sagen. Und die Ministerin hatte bis zu ihrem Amtsantritt ein größeres Aktienpaket bei Privatschulkonzernen. Was willst du da erwarten? Wie bedeutend sind denn jetzt diese Schulkonzerne? Ich meine, ihr habt jetzt ja seit etwas mehr als 30 Jahren so ein, also ihr habt ja kein komplett privatisiertes Schulsystem, sondern auch die Privaten machen da auch nur einen Teil der Schulen aus, ich glaube 30% oder so. Wie bedeutend ist denn diese Lobby mittlerweile geworden? Die hat einen enormen Einfluss, der einfach darin liegt, dass sie ja nur einen Teil quasi der Gesellschaft beeinflussen muss. Sie muss sich ja nur auf die Schulpolitik konzentrieren. Wenn die jeweiligen Schulminister und die Personen, sagen wir mal, im Schulausschuss, im Reichstag beeinflusst, dann reicht das ja aus für sie. Und das kriegt die auf jeden Fall hin. Also nach meinem Eindruck ist auch das Schulministerium vorher unter der sozialdemokratischen Regierung in diesem Einfluss gewesen. Auch die vorherige Ministerin ist irgendwo im Privatschulsektor jetzt tätig. Und vor allen Dingen hat die auch in die Schulbehörde selber die besten Fühler rein. Also auch da ist es normal, dass ein Beamter, der bisher in der Schulaufsicht war, irgendwann aus der Schule ausscheidet und sitzt dann plötzlich im Aufsichtsrat oder im Vorstand eines Privatschulkonzerns. Eine Schule, an der ich war, die ist übernommen worden. Da, kurz nachdem ich angefangen habe, 2 Wochen später, war die in Eignerschaft eines neuen Schulunternehmens. Das hatte schon 3 Schulen in Besitz und gehörte einem Beamten, der kurz zuvor aus der Schulbehörde ausgestiegen war. Da habe ich mich gefragt, woher hat jemand sich als Beamter das Kapital erarbeitet, um in mittleren Lebensjahren nach seiner Entlastung 3 Schulen zu kaufen. Das ist ja ein Multimillionenprojekt. Ist der jetzt wirklich derjenige, der da die Fäden zieht, oder ist der nur ein Strohmann und es gibt im Hintergrund irgendwelche stillen Beteiligungen durch einen Schulkonzern, was ich vermute. Wenn ich dann sehe, welche Schulbücher plötzlich eingeführt werden, direkt nach Übernahme, dann weiß ich, welcher Schulkonzern dahinter steht. Also nehmen die, das ist jetzt auch nochmal interessant, nehmen die Schulkonzerne da aktiv Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung, also auch auf die Wahl der Schulbücher? Ja und nein. Also eine Schule kann natürlich beschließen, welche Lehrmittel sie verwendet. Das ist in Deutschland ja auch so. Also das macht ja nicht unbedingt jeder einzelne Lehrer, sondern eine Fachkonferenz oder eine Schulkonferenz entscheidet über die Lehrmittel. In Schweden ist es auf jeden Fall so, dass der einzelne Lehrer nach der formellen Schulverfassung nicht so viel Freiheit hat wie in Deutschland, theoretisch, sondern der Rektor wesentlich stärker ist. Der Rektor ist in Deutschland ja eigentlich nur ein Primus inter pares, der ein demokratisches Gremium der Lehrerselbstverwaltung nach außen vertritt. Das ist er in Schweden nicht. Hier ist er ein wirklicher Dienstvorgesetzter. Die Lehrer sind ja auch keine Beamte, sondern die sind nur Angestellte, die jederzeit gekündigt werden können. Und der kann selbstverständlich als Hüvudmann, also als Schulbetreiber, auch die Lehrmittel vorgeben. Das ist interessant. Und da gibt es natürlich dann Verbindungen zwischen verschiedenen Konzernen, die zu bestimmten Verlagen engere Drähte haben, weil sie die aufgekauft haben oder weil es da irgendwelche gegenseitigen Geschäfte gibt. Das weiß ich im Einzelnen nicht. Aber mir fällt halt
auch, dass ein bestimmter Konzern, also dass in den Schulen eines bestimmten Konzerns immer die Bücher eines bestimmten Verlages verwendet werden. Und wenn die dann plötzlich auch in dieser Schule nach Übernahme eingeführt werden, dann kann ich mir denken, welcher Konzern hier als stiller Teilhaber oder was auch immer hinter diesem merkwürdigen ehemaligen Schulbeamten steht. Ja, das waren jetzt aber du alles kannst ja auch denken, wie dieser Schulbeamte vorher entschieden hat, ne? Wenn der nachher plötzlich zu einem Konzern geht oder der Konzern ihm das anvertraut, Geschäftsführer so eines Unternehmens zu werden. Wie hat er das erreicht, dass der bei diesem Schulkonzern so wohl gelitten ist? Ja, das fand ich jetzt zum Schluss auch nochmal ganz interessant. Das war ein Aspekt, den wir auch im Vorgespräch noch nicht besprochen hatten. Also in Deutschland, da haben wir ja schon ein Problem, dass Schulbuchkonzerne da Schulbücher vorgeben und dort politische oder wirtschaftliche Interessen bei der Gestaltung von Schulbüchern plötzlich eine Rolle spielen können, aber dass Konzerne direkt eine Schule besitzen und dann dementsprechend noch zumindest indirekten Einfluss auf... Das ist doch naheliegend. Ja, natürlich ist es naheliegend. Du hast doch Kapitalüberschüsse als Konzern und nach marktwirtschaftlichen Prinzipien gehst du dann entweder in die Breite oder in die Höhe, expandierst dann und wirst irgendwie ein Vertikaler oder sonst ein Konzern, der irgendwelche Lieferanten aufkauft oder Konkurrenten aufkauft, oder? Und in diesem Fall ist das sind die Lehrmittelproduzenten für die Schulkonzerne eben die, kann man sagen, Lieferanten, wie die Rohstofflieferanten für die Fabrik. Also kaufen die auf. Also ich würde nichts anderes erwarten, oder? Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, klingt total logisch, aber das ist trotzdem ein interessanter Aspekt, Und du spürst die Auswirkungen, weil nach meinem Eindruck dieses Schulbuch, was dann eingeführt wurde, auch das Schlechteste ist, was man kriegen kann, weil es von Fehlern geradezu nur wimmelt. Da muss ich als Lehrer durchgehen und auf jeder Seite irgendwelche Grammatikfehler durchstreichen. Das ist fürchterlich, ja. Mit sowas kannst du nicht arbeiten. Vor allem eigentlich, wofür braucht es neue Schulbücher? Das ist ja auch so eine grundsätzliche Frage. Also der Stoff in vielen Fächern, Deutsch als Fremdsprache zählt wahrscheinlich auch darunter, der verändert sich ja über die Jahrzehnte nicht groß. Wofür braucht man denn überhaupt? Doch, der verändert sich. Wirklich? Der verändert sich, die Alltagssprache verändert sich. Du findest, wenn du 25 Jahre alte Schulbücher benutzt, dann findest du zum Beispiel, gerade wenn du jetzt Schule machst und willst auch eine Sprache verwenden, die die Jugendlichen anspricht, weil sie vielleicht auch die Jugendsprache des anderen Landes ist, ne, mit der sie zu tun haben werden, wenn sie andere Jugendliche kennenlernen. Und du hast die Jugendsprache von vor 25 Jahren und es geht irgendwie um CD-Player und solche Sachen, die es gar nicht mehr gibt, dann lachen die sich doch kringlich. Da sind einfach Lebenswelten drin, die nicht mehr existieren. Ja, okay, das mag stimmen. Aber okay, dann hast du bei Fremdsprachen vielleicht tatsächlich einen Grund, Schulbücher zu erneuern. Aber bei so Fächern wie Mathe, also da haben die Leute vor 100 Jahren ja schon das Gleiche in der Schule gelernt wie heute, zumindest in der Grundschule. Ja, das. Also wofür? Das mag bei Mathe tatsächlich stimmen. Also ein Großteil der Änderungen bezieht sich dann natürlich auf Political Correctness und derlei Dinge, die sind mir auch nicht so wichtig. Ich hätte jetzt auch kein Schulbuch mit Gendering verwendet. Das würde die Schüler nur verwirren, weil das unglaublich kompliziert ist, das Thema. Es gibt auch ein Deutschbuch hier in Schweden, das verwendet gegenderte Sprache. Wenn ich den Schülern das hinlege, dann türmen die ja erst recht, weil das was unmöglich ist für einen Fremdsprachenlernenden, das zu begreifen. Das gehört nicht zu den guten Änderungen, aber es sind schon teilweise lebensweltliche Themen. Und das ist bei schwedischen Schulbüchern besonders stark ausgeprägt, weil die anders zum Beispiel als meine Schulbücher nicht so viel zum Beispiel geschichtliche Themen verwenden. Also in meinem Französischbuch oder meinem Englischbuch waren halt ganz viele Texte, die bezogen sich auf englische Geschichte oder französische Geschichte. Das ist Landeskunde, richtig vertiefte Landeskunde. Und diese werden hier eher so rausgelassen. Dieser schwedische Anspruch ist halt eher modern zu sein und da gibt es keine geschichtlichen Themen. Und dann sind die noch besonders lebensweltbezogen und dann fällt das Veralten einfach noch stärker auf. Das wäre jetzt in Deutschland nicht so ausgeprägt, das Problem. Aber ich finde diese 25 Jahre alten Bücher eben nicht so gut. Zumal, und dann kommt als anderer Punkt dazu, vor 25 Jahren war alles Papier und die schwedische Schule möchte heute digitalisiert verwenden. Papier gilt einfach nur als minderwertig. Wie läuft es denn mit der Digitalisierung der Schulen in Schweden? Also Digitalisierung ist fast vorgeschrieben, indirekt über den Mechanismus, dass eine Schule, wenn sie eine Anerkennung durch die Schulbehörde erhalten will oder sie auch weitererhalten will, weil das nach Ablauf einiger Jahre erneut geprüft wird,
Also es geht, läuft nach einem Punktekatalogsystem, dass du für verschiedene Aspekte der Schulqualität kriegst du verschiedene Punktzahlen und du kannst quasi die Schwelle für die Mindestpunktzahl nicht überspringen, wenn du nicht digitalisiert bist, weil es für Digitalisierung so viele Punkte gibt. Und damit hat die Schulbehörde oder die Schulpolitik auf jeden Fall den Schulen die Digitalisierung aufgezwungen, auch über sozusagen die Autonomie der Kommunen hinweg. Und deswegen ist jede Schule de facto in Schweden digitalisiert, sogar Waldorfschulen, die das äußerst ungern machen, aber eben nicht anders können, um die Zulassung zu erhalten. Da findest du dann diese typischen Waldorf-holzgetäfelten, urigen Naturzimmer und den Videoprojektor mittendrin, was überhaupt nicht zusammenpasst. Aber sie sind halt alle digitalisiert. Deswegen kannst du als Lehrer auch in der Regel mit Digitalisierung arbeiten. Ob du das tust, hängt wieder von jeder einzelnen Schule ab und ihrer Politik, zum Beispiel deinem Schulfach gegenüber. Aus Sicht der Rektoren ist Digitalisierung wichtig für die Werbung nach außen. Also die Schule gilt als weniger wert, wenn sie nicht vernünftig digitalisiert ist, in den Augen der Öffentlichkeit. Andererseits kostet Digitalisierung mehr, weil du ja jedes Jahr pro Kopf der Schüler Lizenzen kaufen musst. Während Schulbücher, wenn du sie einmal angeschafft hast, für alle Ewigkeit ja kostenlos zur Verfügung stehen. Das wird bei den Debatten um Digitalisierung in Deutschland, glaube ich, oft übersehen. Digitalisierung wird auf lange Frist deutlich teurer wegen der laufenden Lizenzkosten. Das Verhältnis zwischen Buchkosten und Lizenz ist hier ungefähr so 1:3 bis 1:2. Das heißt, wenn ich das Schulbuch 3 Jahre nutze, dann ist es auf jeden Fall billiger, als wenn ich Lizenzen erwerbe. Und wenn du jetzt ein Fach hast, das nicht besonders hoch angesehen ist und die Schule nicht das größte, das beste Budget hat, weil sie zum Beispiel um Schüler kämpft, kann es sein, dass du in deinem Fach keine digitalen Lehrmittel zugestanden bekommst, sondern die Papierbücher weiterhin verwenden sollst, was wiederum in den Augen der Schüler zu einer weiteren Abwertung deines Fachs führt und so weiter und so fort. Also Digitalisierung ist in der Realität nicht so allgemein vielleicht, wie man sich das in Deutschland vorstellt, weil auch da wieder die Ökonomik einfach mit reinspielt. Die meisten Lehrer haben einen Spielraum, die können das entscheiden für sich, ob sie digitalisieren oder Bücher anwenden wollen oder müssen das quasi im Bewerbungsgespräch vertreten. Und es wird dann quasi zum Faktor in der Personalauswahl, je nachdem, ob die Schule das jetzt möchte oder eher ablehnt. Ich habe in Deutsch sag ich mal, in der Hälfte meiner Klassen habe ich digitalisiert gearbeitet, in der anderen Hälfte papierbasiert. Also da siehst du, dass das nicht so allgemein und ist, wie man denkt. Und wenn man jetzt an diese aktuell laufende Debatte jetzt denkt, dass jetzt angeblich Schweden zurückkehren würde zum Papierbuch, dann stimmt das auch nicht ganz. Denn inzwischen jetzt zum neuen Schuljahr gibt es die neuen, sozusagen sind die Regularien der Schulpolitik raus. Da ist einfach nur ein Budget zur Verfügung gestellt worden, aus dem Schulen für ihre Bibliotheken mehr Bücher anschaffen können. Das heißt aber auch nur, dass sie diese Bücher anschaffen und vorrätig halten und noch lange nicht, dass die konkret auch im Unterricht verwendet werden. Also nach meinem Eindruck ändert sich an der bisherigen Lage nichts. Und das ist auch nur wieder so eine typische Luftnummer von deutscher Schwedenberichterstattung. Wieso Luftnummer? Also... Ja, eine Luftnummer, weil die Medien ja in Deutschland behaupten, jetzt Schweden sei generell zum Papierbuch zurückgekehrt und würde die Digitalisierung aufgeben. Das war ja so die Schlagzeilen, die ich gesehen habe, haben mir auch Bekannte zugeschickt und da konnte ich halt nur mit dem Kopf drüber schütteln. Weil alles, was jetzt passiert ist, wirklich nur das ist, dass ein Budget für Bücher aus Papier bereitgestellt wurde, für zusätzliche Bücher. Und Bücher haben schwedische Schulen sowieso. Trotz Digitalisierung hat jede Schule eine mehr oder weniger gut ausgestattete Schulbibliothek. Das gehört auch zu der so mal besseren Mittelausstattung schwedischer Schulen, dass sie alle über eine Bibliothek verfügen. Und da stehen dann auch Papierbücher drin. Die eine Schule hat davon vielleicht 3.000 und die andere hat 30.000. Der Umfang ist verschieden. Und durch dieses Budget, was die Ministerin jetzt zur Verfügung gestellt hat, können die Schulen einfach ihre Bibliotheken ausweiten. Wir sind aber in keiner Weise gezwungen, irgendwie von der Digitalisierung abzugehen. Du hast doch vorhin gesagt, Schulen müssen überall sparen und trotzdem haben sie wesentlich größere Schulbibliotheken als die Schulen in Deutschland. Woran liegt das? Ja, das liegt einfach daran, dass das vorgeschrieben ist, dass sie die haben müssen. Also das gehört dann auch zum Punktekatalog bei der Schulanerkennung. Würdest du jetzt eine Schule eröffnen und hättest keine Bibliothek, dann würdest du quasi die Punkte im Katalog nicht erhalten und könntest an der Genehmigung scheitern.
Der Umfang ist halt einfach sehr verschieden. Ich war in einer Schule, da waren nur ein paar hundert Bücher in der Bibliothek. Das war einfach lächerlich, den Raum Bibliothek zu nennen. Aber die Schule konnte wenigstens pro forma sagen, sie hat eine Bibliothek. Andere Schulen haben Bibliotheken, die sind richtig groß. Da hast du einen, kommst du in einen Eingangsraum rein, da siehst du 3000 Bücher, dann ist ein links ein Raum, da stehen nochmal 2000 Bücher, rechts ist ein Raum, da stehen nochmal geschätzt über 2000 Bücher und geradeaus ist vielleicht auch noch einer. Dann hast du da bestimmt über 10.000 Bücher drin. Und andere haben vielleicht ein paar hundert. Das ist der, aber mehr oder weniger haben tut jede Schule eine Bibliothek, sonst kann sie die Anerkennung als Schule quasi nicht kriegen. Das ist, weil eben die schwedische Schule eben nicht nur aus Lehrern besteht, sondern das ist die Tradition, ne? Die war auch in der sozialdemokratischen Zeit schon so da, dass die Schule quasi ein Lebensraum für Schüler sein muss. Die muss Lehrer haben, die muss Sozialpädagogen haben, die muss Stützlehrer würde das auf Schwedisch heißen, also quasi unterstützende Lehrer für Zusatzunterricht. Oder? Nicht Vertrauenslehrer, sondern die geben quasi zusätzlichen Unterricht für Schüler mit Lernschwäche oder unterstützen den Lehrer bei Bedarf, indem sie im Unterricht kommen und schwierige Schüler bändigen. Das ist das zusätzliche Personal. Dann gibt es Schulkrankenschwestern, gibt es eine Schulärztin und einen Schulpsychologen und einen Berufswegberater. Das sind so typische Berufe und natürlich eine Bibliothekarin, die alle neben dem Lehrer auch in der Schule vorhanden sein müssen. Die gehören dann zum Schulgesundheitsteam oder eben zum Zusatzpersonal dazu. Also das ist aber jetzt nichts Neues an der quasi, das gehört jetzt nicht zur Neoliberalität, sondern das war alles in den 80ern schon da, ne? Dass du diese Personalvielfalt an der Schule hast. Und das ist ja auch das, was Deutschland zu Recht an Skandinavien bewundert, dass die Schulen diesen umfangreichen Apparat quasi zur Schülerunterstützung anbieten. Das heißt, dass der erhalten bleibt, das kann man durch diese Punktesysteme noch relativ gut vorschreiben, aber die Unterrichtsqualität, das funktioniert über diese Punktesysteme so überhaupt nicht. Nee, natürlich nicht. Also einige Sachen sind sogar gesetzlich vorgeschrieben. Das Schulgesundheitsteam, die Krankenschwester und Ärztin und Psychologin und so weiter, das muss die Schule einfach haben. Das ist gesetzlich. Und gewisse andere Sachen, die zur Qualität gehören, werden eben über dieses Anerkennungssystem mit der Bewertung geregelt. Aber die Qualität der Schule, die liegt ja vor allen Dingen darin, welche Lehrer du hast. Und das kannst du natürlich nicht mit so einem System steuern. Da gibt es hier diese Debatte darum, dass man mehr staatlich anerkannte Lehrer haben will. Die reichen ja nicht aus. Deswegen müssen ja Leute hinzugezogen werden, die nicht diese staatliche Anerkennung haben. Und vielfach dreht sich die Diskussion, gerade aus Sicht der Gewerkschaft, die meint, alle Probleme wären beseitigt, wenn man 100% staatlich anerkannte Lehrer in den Schulen hätte. Und das ist sozusagen ihr Steckenpferd. Das kannst du natürlich nicht regeln durch so einen Punktekatalog. Da ist in den vergangenen Jahren ist halt sehr viel mit der Möglichkeit, nicht anerkannte Lehrer einzustellen, ist halt viel Schindluder getrieben worden, weil die nach Tarifsystemen 10-15% weniger Lohn kriegen können als die staatlich anerkannten Lehrer. Also ist das für Schulen, die Geld einsparen wollen, aber beileibe nicht nur private, sondern auch die öffentlichen, die auch Geld sparen sollen. Ist das teilweise attraktiv gewesen, keine staatlich anerkannten Lehrer einzustellen, um damit am Budget eben zu sparen? So, das private Schulen, ja? Frag ruhig erstmal. Dass private Schulen Geld sparen wollen, das ist ja logisch, aber wieso wollen die Schulen, die in öffentlicher Hand sind, Geld sparen? Also müssten die staatlichen Stellen da nicht ein Interesse daran haben, dass es gute Bildung in ihrem jeweiligen Kreis, in ihrer Kommune gibt? Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr politische Frage. Also erstmal besonders scharf ist die Situation einfach, wenn es ein Defizit gibt, das ist klar. Wenn die Schule unterausgelastet ist, dann verursacht sie für die kommunale Kasse ein massives Defizit. Und das muss sie ja dann aus Gemeindesteuermitteln ergänzen. Und zweitens kann sie natürlich auch versuchen, mit den Schulen Überschüsse zu erwirtschaften, die sie dann in was anderes stecken kann. Und ich glaube nicht, dass eine Gemeinde aus lokalpolitischer Sicht Bildungsqualität eine Bedeutung hat. Das ist eine Illusion, würde ich sagen. Du musst das einfach so sehen, wenn du Gemeinde bist, dann sind ja die Schüler, die gerade bei dir zur Schule gehen, sind nicht zwingend die Zukunft deiner Gemeinde. Die können ja nachher weggehen und woanders hinziehen. Die gehen auf eine Uni auswärts und dann nehmen sie einen Arbeitsplatz an, der ist irgendwo anders. Wenn ich jetzt Gemeindepolitiker bin, dann hat das rein sachlich betrachtet, jetzt ohne allen Sonntagsreden-Schmalz, keinen Wert für mich in Schule zu investieren.
Arbeitnehmer kann ich von woanders her kriegen, wo sie besser ausgebildet werden. Und bei mir teuer ausgebildete Kinder können später anderswo arbeiten gehen und Geld machen. Das hat keinen Zusammenhang. Das heißt, du bist ja nicht gebunden an die Gemeinde, in der du aufwächst, ne? Öffentliche Schulen sind also dem gleichen Kostendruck ausgesetzt wie private Schulen. Ja, im Ergebnis ja. Das ist am Anfang wohl noch anders gewesen, weil da noch Traditionen reingewirkt haben. Inzwischen ist es nicht mehr anders, nein. Das muss ich leider so sagen. Ich habe in privaten und in kommunalen gearbeitet. Und früher oder später bekommst du diesen Druck, vor allen Dingen eben immer dann, wenn die Zahlen nicht stimmen, wenn die Schülerzahl nicht ausreicht, um Kosten. Zumindest musst du in der Kommune auch die Kosten decken. Wenn auch der Druck für Gewinne nicht so hoch ist wie bei einem Konzern, der will ja im Prinzip unbegrenzt höhere Gewinne erwirtschaften, der ist ja nie zufrieden. Eine Gemeinde kann irgendwann zufrieden sein, wenn du plus minus null erreicht hast. Aber wenn du drunter bist, macht die dir den gleichen Druck wie ein Konzern. Ja, deswegen. Wenn sein muss, eben indem sie androht, die Schule zu schließen. Ne? Und dann hast du Kommunalpolitik und dann musst du die eine Fraktion gewinnen und die andere. Das habe ich halt miterlebt in einer Gemeinde, wo die Schule dann quasi gehen musste und Klinken putzen bei den Lokalpolitikern machen musste und dann immer der Highscore im Lehrerzimmer war, welche Fraktion im Stadtrat ist jetzt für uns und welche ist gegen uns. Dann sind die Lehrer hauptsächlich nicht mit Unterricht befasst gewesen, sondern damit Lokalpolitik zu machen. Das Problem hast du in Deutschland aber auch häufig. Also sei es, weil Schulen geschlossen werden sollen oder sei es, weil die Gemeinde bestimmte Dinge nicht genehmigt, weil sie kein Geld hat, weil wir in Deutschland auch diese Schuldenbremsen haben, die es Gemeinden zumindest sehr, sehr schwer machen, in ihre öffentlichen Einrichtungen ja zu investieren. Und nein. Ja und nein. Gerade bei öffentlichen Schulen in Deutschland nicht so. Der Rektor mag in Deutschland durchaus genauso denken. Den Lehrern kann es, wenn sie beamtet sind, immer noch relativ egal sein. Die werden von ihrem Dienstherrn schon an eine andere Schule geschickt, wenn diese Schule geschlossen würde. Das ist hier nicht der Fall. Die Lehrer sind nur angestellt und haben keinen Arbeitsvertrag mehr. Wenn die Schule geschlossen wird, dann stehen sie auf der Straße und müssen sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Und wenn ihnen der jetzige gerade gut gefällt, ist das natürlich ein Ärger. Hier gibt's kein Beamtentum. Und gerade das Beamtentum macht deutsche Lehrer ziemlich resistent gegen jede Veränderung, wie manche sich dann die Haare raufen, dass das Schulsystem unglaublich schwierig zu verändern ist, aber eben auch im anderen Sinne nicht unbedingt leicht negativ zu verändern ist, weil eben alles so bleibt, wie es ist, ne, durch dieses Beamtentum. Das ist, das heißt, wenn, so, also ja, wenn die Schulen halt auf der untersten Ebene organisiert sind, also kommunal beziehungsweise privatwirtschaftlich, dann werden alle Lehrer entlassen, wenn die Schule quasi scheitert. Ja, du bist ja an der Schule angestellt und dann ist dein Arbeitsplatz weg und dann bist du natürlich gekündigt, ja. Das ist meistens nicht sofort, sondern Schulpolitik muss ja ein Jahr sicherstellen an der Schule, bei die wir gerade reden, war das dann eben so, dass die zum übernächsten Jahr komplett ausgelaufen wäre, teilweise zum laufenden und vollständig zum übernächsten Jahr. Und da wären halt die Lehrer dann entsprechend am Ende des Schuljahres oder des übernächsten abgewickelt gewesen. Für mich ist das nicht so gravierend gewesen, weil ich lebe hier ja eh im Prinzip mit diesen Jahresverträgen und kenne das. Aber für andere Menschen sozusagen, die so eine gewisse soziale Sicherheit erreicht haben oder glauben erreicht zu haben in so einem Dauerarbeitsvertrag, ist das teilweise aus ihrer Sicht dann schon eine Katastrophe. Ja, also auf jeden Fall war die Stimmung eben so, dass alle quasi in der Politik mitarbeiten müssen, mehr oder weniger. Ich war ein bisschen davon ausgenommen, weil ich als Teilzeitangestellter, der dann irgendwie 5 Arbeitsplätze hat, von mir erwartet man natürlich nicht diesen Einsatz, aber gerade die dort dann als Kernteam mit Vollstellen an den Schulen beschäftigt sind, die sind dann rotiert und die sind dann in der Zeit quasi mehr Politiker als Lehrer gewesen. Das fand ich auch nicht sehr förderlich für den Unterricht. Hier ist generell an jeder Schule ein Marketing-Team gibt. Ne? Einige Lehrer und manchmal auch Schüler bilden dann mit dem Rektor zusammen ein Marketing-Team, das eben daran arbeitet, wie die Schule sich nach außen verkauft. Mit Werbeanzeigen, in sozialen Netzwerken, Plakate aufhängen und so weiter und so fort. Okay, da hast du recht, das hast du in Deutschland tatsächlich nicht. Ich hatte da vorhin tatsächlich eher an den Rektor gedacht und an die Lehrer, die noch in Schulpolitik involviert sind, aber der Großteil der Lehrer hat damit nicht viel zu schaffen, das stimmt schon. Also das wird von hinten, du sammelst natürlich Pluspunkte, ne, aus Sicht des Unternehmens Schule, wenn du in diesen Dingen mitarbeitest, weil Marketing ist natürlich das Erste. Das ist viel wichtiger als Unterricht.
denn den Unterricht wird es ja nicht geben ohne das Marketing. So musst du das sehen. Deswegen hast du ja auch in den Stellenanzeigen für schwedische Lehrer drinstehen, dass du serviceorientiert bist. Da sind ja mehrere Begriffe drin, die würdest du niemals in einer Stellenausschreibung für einen deutschen Lehrer erwarten oder gar finden, weil die eher in Wirtschaftsunternehmen gehören. Aber eine Schule in Schweden ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und das wird ja quasi schon mit der Stellenanzeige signalisiert, dass du serviceorientiert sein musst und dass der Schüler natürlich im Mittelpunkt deiner Bemühungen steht und so weiter und so fort. Und dann kommen halt noch so ein paar Begriffe. Und in der Schulpolitik so sagt die Linkspartei zum Beispiel, dass schwedische Lehrer gar keine Lehrer mehr sind, sondern Verkäufer. Ganz einfach gesagt. Und der Rektor ist der Kaufhausdirektor. Ja, wir haben jetzt die ganzen negativen Konsequenzen dieser Organisation aufgezählt. Siehst du auch positive Folgen davon? Ich sehe auch positive Seiten in der schwedischen Schule, sag ich mal. Die habe ich gerade am Anfang gesehen. Aber ich würde die nie auf diese Vermarktwirtschaftlichung zurückführen, sondern das sind, scheinen mir eher die Überbleibsel von früher aus der sozialdemokratischen Zeit zu sein. Die hatte sowohl negative wie auch positive Effekte. Ne? Einerseits dieses Hätscheln, diese Helikoptererziehung, die in dieser sozialdemokratischen Schule mit drinsteckt, als auch die positiven Aspekte da drin. Aber in dieser der Marktwirtschaft, die da reingekommen ist, sehe ich keinen positiven. Die überformt diese ganzen diese Dinge und meines Erachtens fördert die nur die negativen Aspekte und benutzt die positiven Verschleierung, also maßt die sich unberechtigterweise als ihre Verdienste an. Ich würde das vielleicht anders sehen, wenn ich andere Schulen kennengelernt hätte, ne? Aber ich kenne keine wirklich guten Schulen. Selbst die Schulen, die in Schweden top sind, liegen unter einem durchschnittlichen deutschen Gymnasium. Sowohl in der Leistung, ja, als auch in, ja, was ist denn eigentlich an der Schule wichtiger als Leistung? Das ist ja so ein Punkt. In Schweden ist Leistung eigentlich, du findest das Wort Leistung gar nicht mehr in der schulpolitischen Debatte. Du kannst dir die Programme der Parteien angucken und du würdest nirgendwo das Wort Leistung finden. Das ist quasi ein Unwort geworden in Schweden. Du findest nur noch immer Gleichheit fördern. Gleichheit fördern, soziale Integration, Gleichheit. Ja, aber Gleichheit in was oder wozu? Also, dass die Schule irgendwie gesellschaftliche Ungleichheiten beseitigen soll, ja, die am Arbeitsmarkt und in der Einkommensvermögensverteilung, das kann doch eine Schule nicht leisten. Das wird von ihr quasi erwartet. Und Leistung ist ein Fremdwort. Das bringt der PISA-Chef, heißt wird er immer genannt, der PISA-Chef, also der wissenschaftliche Leiter der OECD-PISA-Kommission, der ja zufällig aus Deutschland ist, der wurde hier interviewt nach dem letzten PISA-Report in Schweden und er hat das Wort Leistung benutzt in seinem Interview. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass ich das noch nie in der schwedischen Schulpolitik gehört hätte. Oder das Wort Disziplin, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das da weiß ich gar nicht, wie das in Deutschland ist. Da habe ich die bildungspolitische Debatte entweder zu wenig verfolgt oder mir ist das, oder ich habe einfach nicht so drauf geachtet. Also ich meine, ich habe ja wohl zumindest bis ich Abitur hatte, das schon so halbwegs verfolgt, was da alles beschlossen wurde. Ich meine, da gibt's ja auch immer wieder Debatten, ob es G8, G9 gab, was dann auch für mich direkt einen Effekt hatte. Deswegen meine ich das eigentlich schon relativ aktiv verfolgt zu haben und da ist mir das auch nicht so aufgefallen. Ich glaube, dass wenn man das Vorkommen dieses Leistungsbegriffes auch in Deutschland zurückgeht, das steht, glaube ich, auch im Zusammenhang mit neoliberalen Veränderungen der Gesellschaft, die immer weniger arbeitswillig und leistungswillig ist, paradoxerweise vielleicht, geht das zurück. Schweden ist da einfach 10 Jahre weiter, weil es ja schon 10 Jahre früher neoliberalisiert hat. Und die Dinge, die jetzt in Schweden passieren, auf die macht sich die deutsche Gesellschaft, in die Richtung macht sie sich auch auf den Weg. Sie ist aber halt da, wo Schweden vor 10 bis 15 Jahren war und nicht da, wo Schweden heute ist. Und dieser Begriff, der verschwindet nach und nach. Und ich habe so den Eindruck, dass gerade die linken politischen Kräfte, die ja keine Linken mehr sind, ihre ganzen Defizite an echter linker Politik wälzen sie auf so Randbereiche ab. Und weil sie irgendwie rechte Arbeitsmarktpolitik machen und rechte Steuerpolitik und rechte Finanzpolitik und so, wollen sie sich umso verbissener in so linke Inseln in der Schulpolitik stürzen, die dann die ganze Gerechtigkeit in der Gesellschaft
sicherstellen sollen. Das ist ein total überzogener Anspruch an Schule. Und dann müssen die halt jeden Schüler bis zum Abitur fördern, weil alle Abitur kriegen sollen und alle studieren sollen und jeder Behinderte soll in die Schule integriert werden. Und immer kommen mehr Forderungen an Gerechtigkeit, die die Schule stellvertretend für die immer ungerechtere Gesellschaft erfüllen soll. Und das ist hier halt noch wesentlich weiter, weil das hier nicht nur ursprünglich linke Parteien machen, sondern im Grunde auch die Konservativen so ein sozialdemokratisches Schulprogramm schon haben. Hier ist ja die Einheitspolitik schon wesentlich weiter als bei euch. Und der Zusammenhang zwischen dieser guten alten Schule oder den guten Aspekten in der alten Schulpolitik und dem Neoliberalismus ist der, dass die Lehrer in ihren Köpfen, die ja nicht sehen wollen, dass sie einfach nur Verkäufer sind und keine Lehrer mehr sind, dass die dieses Bild vom helfenden Lehrer, vom Sozialarbeiter mehr, also Sozialarbeiterlehrer, in gewissermaßen benutzen, um sich darüber hinwegzutäuschen, was sie in Wirklichkeit machen. Und dass die Rektoren und die Schulpolitiker im Prinzip auch benutzen, weil die dann, wenn du quasi aufgefordert bist, nur noch Einsen zu vergeben, dann sagen die ja nicht, vergib Einsen, sondern vergiss nicht, die schwedische Schule baut darauf, Beziehungen zu den Schülern herzustellen. Und das heißt im Klartext einfach nur, du magst doch den Schüler, also willst du doch nicht, dass er durchfällt, oder? Also gib ihm eine Eins. Und das wird aber verkauft mit stell Beziehungen zu den Schülern her, weil du bist ja so ein sozialer Lehrer, der die Schüler fördern will und blablub, blablub, blablub. Ja? Das ist dieser alte sozialdemokratische Ansatz, der einfach von der Marktwirtschaft bis ins Unendliche pervertiert wird. Ja, ich würde sagen, es war ein interessantes Gespräch. Hast du zum Abschluss noch ein paar Bemerkungen, die du unbedingt loswerden wolltest? Ja, was habe ich für Bemerkungen? Zu Medien vielleicht. Also seit ich in Schweden lebe, schon in der Corona-Zeit, ist mir das übel aufgestoßen, wie in Deutschland immer über Schweden berichtet wird. Die Berichterstattung in Corona war ja schon vollkommen entstellend mit den Leichenbergen und so. Danach wird jetzt wieder zum typischen Schwedenbild zurückgegangen. Deutsche neigen dazu, auf Schweden irgendwelche Dinge zu projizieren, die sie in ihrem eigenen Land gerne hätten und behaupten dann einfach oder bilden sich ein, das sei in Schweden so. Das ist irgendwie, glaube ich, seit Astrid Lindgren in den Deutschen so drin, statt sich mal anzugucken, wie Schweden wirklich ist. Dass es also in allen Punkten, gerade für Linke, überhaupt kein Vorbild sein kann, weil es in einem Ausmaß neoliberalisiert ist. Das sind in Deutschland noch FDP-Fantasien, was Schweden schon erreicht hat in puncto neoliberalen Reformen. Es wäre eigentlich eher ein Vorbild für die FDP als für Linke. Und da muss man sich davon von lösen, von diesen Bildern, was Olof Palme vor 60 Jahren gemacht hat oder Astrid Lindgren vor 80 Jahren erzählt hat. Das ist nicht mehr das heutige Schweden, das ist quasi die USA Europas in vieler Hinsicht. Ja, das. Das wäre das, was ich mitgeben würde. Wie gesagt, du hast, ich glaube, vielen hier ein paar neue Perspektiven eröffnet. Auch mir war da überhaupt nicht klar, wie das schwedische Schulsystem so genau organisiert ist und dass da so krasse neoliberale Reformen gab. Ich glaube, diese Schweden-Klischees, die haben viel mit der Realität zu tun, die es in den 70er und 80er Jahren vielleicht noch gegeben haben mag. Also es stimmt ja schon, dass Schweden da einen der bestausgebauten Sozialstaate der Welt hatte. Und du meintest ja auch, das Bildungssystem war damals noch in einem vergleichsweise hohen Niveau. Ja, mir wird zunehmend klarer, dass du ein hohes Bildungsniveau nur mit einem hohen Grad von Gleichheit in der Gesellschaft erreichen kannst. Auch Deutschland hatte ja ein sehr gutes Bildungssystem, das damals auch im Schnitt wahrscheinlich nicht weit weg war von dem schwedischen. Und vielleicht gibt es tatsächlich den Zusammenhang, dass je gleicher die Gesellschaft ist, umso ein höheres Potenzial zumindest hat die Bildungspolitik auch Spitzenleistungen hervorzubringen, weil eben jeder was werden kann und weil auch jeder irgendwo ahnt, dass er was werden kann. Was ich hier beobachte in dieser sehr neoliberalen Gesellschaft ist ja, dass die Leute zunehmend die ganze Arbeitswelt aus ihren Perspektiven ausblenden. Du kannst in Schweden quasi den Wert des Deutschunterrichts nicht mehr verkaufen, weil du dein erstes Argument wäre, sozusagen, aber das ist in der Arbeitswelt sehr wichtig, weil ungefähr ein Drittel der schwedischen Wirtschaft besteht im Prinzip aus deutschen Unternehmen und gar nicht aus schwedischen. Aber das ist dem Schweden im Grunde egal, weil Arbeit in seiner Lebenswelt keine Rolle mehr spielt. Der denkt im Grunde nur noch an Urlaub. Das ist diese angebliche
Lebensfreude der Schweden oder sogenannte Gelassenheit oder was diese Billigklischees dann sind, ist, dass der Schwede einfach mit der Arbeitswelt nichts mehr zu tun haben will. Und das will er, seit die Arbeitswelt so neoliberal geworden ist und im Grunde die Löhne immer sinken. Und dann will er das ausblenden aus seinem Leben, weil ihm das nur Ärger macht oder vielleicht sogar Existenzängste. Und diese Entwicklung sehe ich in Deutschland auch kommen, dass immer weniger die Menschen immer weniger von Arbeit wissen wollen, je mehr sozusagen Hartz-Systeme und Konsorten Druck auf sie machen. Das wirkt nicht mehr so wie am Anfang, sondern inzwischen sagen die Leute, ach, lass mich doch in Ruhe mit dem Mist. Ja, das ist tatsächlich. Dann wissen sie, dass sie gekündigt werden können. Ne? Und sie wissen aber auch, dass sie es nicht verhindern können. Und damit sagen sie sich, ja, wenn ich es eh nicht verhindern kann, dann will ich einfach nichts mehr davon wissen. Dann kann ich es ja auch nicht verhindern. Fertig. Das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung. Je mehr auf Eigenverantwortung gesetzt wird, desto weniger wollen die Leute genau davon wissen. Du hast es schon gesagt. Das ist ja ein Etikettenschwindel, Eigenverantwortung. Ne? Wie willst du dich denn eigenverantworten, wenn du gar nicht die Mittel dafür hast? Du sollst für alle möglichen sozialen Systeme Eigenbeiträge aufwenden von einem kleiner werdenden Einkommen, von denen du das gar nicht kannst. Ja, hier musst du 100 bis 200 Euro für einen Zahnarztbesuch bezahlen. Du musst 25 Euro für jeden normalen Arztbesuch bezahlen. Du musst einen Teil deiner Rente musst du mit Aktien selbst anlegen. Du musst sogar die Arbeitslosenversicherung quasi nach Riester-Rentenprinzip bilden. Und du bist so überladen mit irgendwelchen Zuzahlungen zu allen Sozialsystemen und das bei Löhnen, die im Schnitt noch niedriger sind als in Deutschland, ne? Also von wegen Skandinavien hohe Löhne, das auf Norwegen trifft das zu. Schweden hat niedrigere Löhne als Deutschland und trotzdem musst du zu allen Sozialsystemen hohe Beiträge zahlen. Und dann macht das Arbeiten den Leuten keinen Spaß mehr und die meisten sehen wahrscheinlich zusehends, gerade aus der Unterschicht, dass sie keine realen Aufstiegschancen mehr haben. Und deswegen sind die in ihren Ghettos dann auch relativ zufrieden mit Hartz IV oder sonstigen Systemen. Und haben dann auch keinen Bock mehr auf Schule, weil Schule ist für die, die aufsteigen wollen. Und wenn man eh keine Chance hat, aufzusteigen, dann kann einem die Schule auch egal sein. Und stattdessen kommen jetzt die Eltern, das ist der nächste Trend dann, die erkennen, dass die Gesellschaft härter wird und wollen ihre Kinder davor schützen. Und da kommt diese Helikoptererziehung, die hier in Schweden in einem grauenhaften Maß schon ist, dass Kinder bis zur sechsten Schule nicht mehr, bis zum sechsten Schuljahr nicht mehr alleine zur Schule kommen, sondern immer gefahren werden, dass die Eltern zu den Bewerbungsgesprächen mitgehen und anstelle der Kinder bei den Personalchefs reden und solche Dinge, dass in manchen Schulen die Eltern mit den Kindern schon im Speisesaal sitzen, um die nicht aus den Augen zu lassen, auch nicht in der Schule. Das wird immer irrer. Je mehr sozusagen die Angst um die Zukunft der Kinder kommt, umso mehr machen die Eltern Druck, 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 Druck und senken damit das Bildungspotenzial und befördern damit diese Abwärtsspirale quasi in der Wirtschaft. Ich sehe schon, du hast genug Erfahrung gehabt, dass wir wahrscheinlich locker noch ein zweites Gespräch führen könnten. Aber ja. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ja. Genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Okidoki.